Hallo zusammen und willkommen. Das Gehen ist ein mächtiges Mittel gegen allerlei Beschwerden. Doch Menschen, die Schritte zählen, werden oft belächelt. Gehen ist doch kein Sport, sagen dann die meisten. Ich gehe ins Fitnessstudio und stemme lieber Gewichte. Viele Menschen meinen, sie müssen sich zum Sport zwingen. Ob sie sich bei Wind und Regen in den Wald zum Joggen begeben oder sich abends nach der Arbeit noch ins Fitnesscenter schleppen. Bei den meisten hält die Fitness-Euphorie nicht lange an, da sie sich übernehmen. Du musst dich nicht immer quälen, um gesund und fit zu bleiben. Gehen lässt sich nämlich wunderbar in den Berufsalltag integrieren und ist jeden Tag auf ein neues individuell anpassbar. Die meisten Menschen unterschätzen die vielseitige Wirkung von Gehen. Vor allem neigen wir dazu, unser Aktivitätslevel zu überschätzen. Die WHO empfiehlt 10.000 Schritte am Tag zurückzulegen. Da können sich die meisten ein Schmunzeln nicht verkneifen. Tatsächlich sieht der Alltag dann aber so aus, dass wir 4-mal auf die Toilette und 3-mal zum Kühlschrank gelaufen sind. Für die Arbeit oder zum Einkaufen nehmen wir das Auto. Am Ende eines jeden Tages zeigt dann der durchschnittliche Schrittzähler der meisten Menschen knapp 1000 Schritte an. Das entspricht umgerechnet nicht mal einer Distanz von 800 Metern. Haben wir es uns da wirklich schon verdient, uns mit einer Chipstüte und einem Bier auf das Sofa zu lümmeln? Die Gefahr wird zunehmend größer, dass wir verkümmern. Sei es durch das Sitzen im Büro oder im Liegen auf der Couch. Dabei bieten tägliche Spaziergänge nicht nur gesundheitliche Vorteile für unseren Körper. Unser Geist wird durch die Bewegung gestärkt und kann sich besser entfalten. Im heutigen Video erklären wir dir daher, welche körperlichen und geistigen Vorteile dir das Gehen einbringt. Außerdem verraten wir dir Tipps, wie du es mühelos schaffst, mehr Schritte in deinen Alltag zu integrieren. Merke dir, du musst dich nicht direkt im Fitnesscenter anmelden oder in einen Sportverein eintreten, um etwas für deine Gesundheit zu tun. Gehen kann nämlich genauso viele positive Auswirkungen auf dein körperliches und geistiges Wohlbefinden haben. Du wirst überrascht sein. Erstens, die Funde purzeln. Wenn du stetig und gesund abnehmen möchtest, sind 10.000 Schritte am Tag für dich genau das Richtige. Du wirst kontinuierlich beobachten können, wie die Anzeige der Waage ein wenig nach unten klettert. Und das ohne, dass du dich quälen musst. Du steigerst durch Bewegung auf natürliche Weise deinen Stoffwechsel und verbrennst so überschüssiges Fett. Auf diese Weise nimmst du nicht nur ab, sondern beugst auch Stoffwechselerkrankungen im Alter vor. Nummer 2, das Gehen stärkt das Immunsystem und schont die Umwelt. Wer jeden Tag nach draußen geht und seine 10.000 Schritte macht, stärkt zudem sein Immunsystem. So wagst du dich voraussichtlich im Winter nach draußen, in die Kälte oder gehst bei schlechtem Wetter nach draußen. Das härtet dich natürlich ab. Außerdem tust du so womöglich noch etwas für die Umwelt, da du immer weniger den Bus nimmst oder mit dem eigenen Auto fährst. Nummer 3, das Gehen steigert die Mobilität. Wenn du läufst, kommst du zwar langsamer voran, bist aber dennoch mobiler. Insbesondere dein Körper freut sich, wenn er nicht den ganzen Tag im Sitzen verkümmern muss. Das schadet nämlich deinem Rücken, deinen Gelenken und lässt deine Sehnen verkürzen. So kann ständiges Sitzen zu Schmerzen im Nacken oder an der Wirbelsäule führen. Alltägliches Gehen beansprucht deinen gesamten Körper. Es macht dich beweglicher und kann so Rücken- oder Gelenkschmerzen entgegenwirken. Ein paar Minuten zusätzliches Dehnen kann Wunder bewirken. Nummer 4, das Gehen ist ein Schutzschild gegen Krankheiten. Sich durchgehend leicht zu bewegen ist ein Jungbrunnen für dein Herz. Dieses wird beim Gehen nur geringfügig gefordert und muss sich nicht direkt verausgaben. Allerdings muss es etwas mehr arbeiten als auf der Couch. Das ist auch eine Wohltat für deine Blutgefäße. Deine Anfälligkeit für Bluthochdruck oder gar ein Herzinfarkt wird dadurch stetig sinken. Geh also kontinuierlich am Tag deine Schritte. So baust du ein Schutzschild für dein Herz jeden Tag ein Stückchen mehr. Aber nicht nur dein Herz profitiert von der leichten Bewegung. Mit jedem Schritt sinkt dein Risiko im Alter an Diabetes Typ 2, dem sogenannten Diabetes mellitus, zu erkranken. Falls du bereits an Diabetes erkrankt bist, helfen dir die täglichen Schritte ebenfalls. Sie senken nämlich den Blutzuckerspiegel. Nummer 5, das Gehen hebt die Stimmung und das Wohlbefinden. Jeden Tag einen Spaziergang zu machen kann dir helfen, dein Stressniveau zu senken. Du kannst den Trubel des Alltages von dir abstreifen und die Umgebung genießen. So wirst du natürlich ausgeglichener. Das wiederum kann deine Stimmung heben und zu deinem allgemeinen Wohlbefinden beitragen. Außerdem kann es gegen Schlafprobleme helfen, wodurch du noch mehr Energie am Morgen für den Tag zurückerhältst. Nummer 6, das Gehen schärft den Verstand. Regelmäßige Bewegung fördert die Durchblutung im Gehirn. So kannst du dieses mit mehr Sauerstoff versorgen. Auf diese Weise kannst du deine kognitiven Leistungen steigern.
Das Denken, Erinnern und Lernen wird dir mit einem Mal leichter fallen. Da dein Gehirn beim Spazierengehen mit mehr Sauerstoff versorgt wird und du Zeit für dich allein hast, kann dir das Gehen dabei helfen, Entscheidungen zu treffen. Die Distanz zu deinem Problem zu Hause und die neuen Eindrücke in der Natur können dazu beitragen, dass du Dinge aus einer anderen Perspektive siehst. Womöglich lag die Lösung bereits die ganze Zeit vor deiner Nase. Dein Verstand war nur zu benebelt, um diese sehen zu können. Fällt es dir einmal schwer, eine wichtige Entscheidung zu treffen, gehe nach draußen. Lauf über die Felder oder in den Wald und lasse dich von der Natur inspirieren. Dies kann oft zu kreativen Lösungen führen. Nummer 7. Das Gehen sorgt für Langlebigkeit. Gehen stärkt, wie du bereits erfahren hast, dein Immunsystem und dient als Schutzschild gegen Herz-, Zucker- und Blutgefäßerkrankungen. Da wundert es dich vermutlich nicht, dass Statistiken zeigen, dass durch moderate Bewegung deine Lebenserwartung signifikant erhöht werden kann. So können einige Minuten Bewegung am Tag dein Leben um mehrere Jahre verlängern. Du fragst dich jetzt, wie es dir gelingt, viel Bewegung in deinen Alltag zu integrieren? Du wirst staunen, wie einfach du 10.000 Schritte täglich gehen kannst. Das Schöne daran ist, dass es wirklich jeder schaffen kann. Kommen wir nun also zu ein paar wirklich interessanten Tipps. Nummer 1. Der Weg zur Arbeit. Natürlich ist es angenehm, mit dem Auto oder dem Bus zur Arbeit zu fahren. Allerdings helfen dir diese Verkehrsmittel nicht dabei, deine 10.000 Schritte am Tag zu erreichen. Daher ist der Arbeitsweg der erste Ansatzpunkt, um deine Bewegung zu steigern. Für den Weg in das Büro kannst du dich zum Beispiel auf dein Fahrrad schwingen. Es gibt bei vielen Geräten oder Armbändern, die die Schritte zählen, die Möglichkeit, deinen Weg, den du mit dem Rad zurückgelegt hast, in Schritte umzurechnen. Falls du mit dem Bus fährst, gibt es eine andere Möglichkeit, deine Schritte zu erhöhen. Du kannst zum Beispiel einfach die ersten ein oder zwei Haltestationen laufen. Das dauert natürlich ein paar Minuten länger, bedeutet aber ein ordentliches Plus für deinen Schrittzähler. So startest du fit in den Tag und kannst dich bei der Arbeit besser konzentrieren. Auf dem Heimweg hilft diese Taktik dabei, den Stress aus dem Büro abzustreifen. Du kannst diese Methode natürlich auch andersherum anwenden. Beispielsweise kannst du ein oder zwei Haltestellen vor deinem Büro aussteigen und den restlichen Weg zu Fuß zurücklegen. Womöglich gibt es sogar in der Nähe einen schönen Park, den du durchschlendern kannst. Willst du trotzdem unbedingt mit dem Auto fahren, gibt es auch dafür eine Möglichkeit. Die meisten Menschen verbringen viel Zeit damit, den Parkplatz zu finden, der dem Ziel am nächsten liegt. Die Lösung liegt also auf der Hand. Parke bewusst etwas weiter weg. Nimm beispielsweise den Parkplatz, den du zuerst siehst. So sparst du nicht nur Zeit, sondern sammelst auch mehr Schritte. Mit diesen Tipps kommst du immer noch schneller in dein Büro, tust aber nebenbei etwas für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden. Nummer 2 im Büro. Wenn du im Büro angekommen bist, kannst du die Treppe nehmen, anstatt auf den Fahrstuhl zu warten und dich nach oben karren zu lassen. So benötigst du keine Geduld und tust etwas Gutes für dein Herz. Falls du mal wieder Unterlagen einscannst, um diese dann per E-Mail an einen Kollegen zu versenden, der einen Stock über dir arbeitet, dann denke daran, dass du Schritte sammeln musst. Nimm die Treppe und suche das persönliche Gespräch mit den Menschen. So kannst du neue Beziehungen auf deine Arbeit aufbauen. In der Mittagspause brauchst du zum Beispiel nicht drinnen zu bleiben. Nimm dir etwas zu essen mit und mach einen Spaziergang an der frischen Luft. Das aktiviert nicht nur wieder deine müden Knochen, sondern befreit auch den Kopf. So kannst du dich nach der Pause wieder besser konzentrieren. Nummer 3 in der Freizeit. Nach der Arbeit und am Wochenende sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Mach das, was dir Spaß bereitet, nur bewege dich dabei. Du verabredest dich gerne mit Freunden? Dann triff dich mit deinen Leuten und gehe zusammen in den Park spazieren. So verfliegt die Zeit und du bleibst immer auf dem neuesten Stand. Du interessierst dich für Tiere? Dann frage Bekannte, die einen Hund haben, ob du ihn Gassi führen darfst. Du kannst dir auch einen eigenen Hund zulegen. So verpflichtest du dich, täglich deine Runden zu drehen. Du schaust gerne Fernsehen? Dann besorge dir doch einen Stepper. So kannst du beim Fernsehen deine Schritte sammeln. Oft verfällst du dabei wie in Trance und läufst durch die Ablenkung womöglich sogar mehr, als du beabsichtigt hattest. Unser kleines Fazit. Wie du gesehen hast, gibt es für jeden trägen Zustand eine Lösung. Wichtig ist nur, dass du mit dem Sammeln der Schritte anfängst und dir kreative Lösungen für mehr Bewegung in deinem Alltag überlegst. Schaffst du es, 10.000 Schritte am Tag in deinem Leben zu integrieren, musst du dich nicht mehr zum Sport quälen. Alles Weitere ist dann Fleißarbeit. Dein Herz und dein Verstand werden es dir auf jeden Fall danken. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.
Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.